Hallo und herzlich willkommen bei uns in der Firma Kreuz Wohnkultur in Eigenschlegel im wunderschönen oberen Mühlviertel. Mein Name ist Vera Kreuz, ich bin die Frau von David. Der David ist unser Chef. Wir haben 2019 von den Schwiegereltern die Firma übernommen und sind seither wir sind jetzt verantwortlich für alles und lenken die Geschicke der Firma. Wir sind ein traditioneller Handwerksbetrieb, als solchen kennt man uns. Wir sind bekannt dafür, dass wir sehr viel und sehr gut arbeiten. Und wir haben aber sehr viel Planungs-Know-how bei uns in der Firma auch. Und wir haben einen wunderschönen Schauraum, mit dem wir unsere Kunden und alle Interessenten gern inspirieren möchten. Genau, wir haben eine Philosophie, die wir übernommen haben auch, die heißt, sagen Sie uns, wie Sie leben wollen, wir zeigen Ihnen, wie schön sich das einrichten lässt. Und dementsprechend bemühen wir uns, dass wir die bestmögliche Dienstleistung für unsere Kunden bieten können. Wir versuchen auch halt wirklich vom Erstgespräch, vom ersten Kontakt weg bis zur Übergabe, Montage, bis zur Übergabe der Produkte, Und darüber hinaus bestmöglich für unsere Kunden zur Verfügung zu sein. Was uns auch sehr wichtig ist, ist vor allem auch die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Wir schauen, dass wir gerade auch im Tischlereibetrieb, also wir bilden ja auch Lehrlinge aus, wir haben gerade 4 Lehrlinge, und versuchen ihnen ein möglichst breites Spektrum zu bieten. Und sie haben jede Woche neue spannende Projekte. Genau, weil die Projekte, die wir betreuen, die gehen wirklich vom Privatkunden, also vom kleinsten Vorzimmer übers Nachtkastel sozusagen bis hin zu größeren Projekten. In letzter Zeit auch immer wieder Gastroprojekte, die wir betreuen haben dürfen, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir sind halt sehr flexibel und wir gehen sehr, sehr intensiv und eindringlich eben auch auf unsere individuellen Kundenwünsche ein und versuchen einfach, dass die Kunden bei uns dass sie wirklich halt dann ein Resultat kriegen, mit dem sie ganz, ganz lang sehr glücklich und zufrieden leben können. Also maßgeschneidert auf ihre Bedürfnisse dann. Die Einrichtung dann auch ist. Genau. Was wir auch noch versuchen, ist, dass wir durch unsere, sag ich mal, wir versuchen durch den Möbelhandel, den wir ja auch betreiben mit dem Schauraum, neben der Tischlerei, neben der Produktion, dass wir auch internationale Produkte, nicht viele, aber ein paar wenige, kombinieren mit den regionalen Produkten aus Österreich und aus der Region. Und die sozusagen zu spannenden Projekten verbinden, weil ja doch die Stile auch international wieder ganz anders sind. Und wir wollen jetzt aber nicht das eine komplett austauschen oder überstülpen, sondern sie in sanfter Methode kombinieren. Genau, also uns ist sehr wichtig, dass wir Trends zeigen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden einfach inspirieren, dass sie eben neue Dinge bei uns entdecken können, die sie vielleicht so vorher noch nicht gesehen haben und dass sie da auch weiter denken können und ihre Einrichtung auch vielleicht ein bisschen weiter denken können. Ja, und dann legen wir natürlich neben der Ausbildung unserer Mitarbeiter auch viel Wert auf ein persönliches, also wir sind ja ein Familienbetrieb, also auf einen persönlichen, sagen wir mal, einen Umgang miteinander, einen häufigen. Also das heißt, wir versuchen auch viel gemeinsam zu unternehmen und man tut in momentanen Zeiten etwas schwieriger, aber es wird sicher wieder besser werden. Und es ist uns auf jeden Fall sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiter, dass wir sehr viel persönlichen Kontakt zu unseren Mitarbeitern pflegen. Und gemeinsam viel unternehmen. Genau. Also die Unternehmenskultur steht bei uns an, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert auf jeden Fall. Vera und David, die einen mögen es sehr traditionell, die anderen mögen es recht modern. In Sachen Wohntrends ist man bei euch auch an der richtigen Adresse. Was sind die neuesten Wohntrends? Also Wohntrends, ja, das ist unser Steckenpferd, gebe ich zu. Ist wirklich halt, glaube ich, was uns sehr viel Spaß macht und womit wir uns auch sehr intensiv beschäftigen.
Ja, generell gibt es einen Trend, der ein bisschen, der wahrscheinlich ein bisschen schwierig für manche ist, dass er denn, dass der aufgenommen wird. Aber es geht weg von den ganz klaren Linien. Es geht hin zu mehr Freiformen, zu mehr natürlichen Formen, zu organischeren Formen. Man kann schon ein paar Elemente bei uns auch sehen. Die Kochinseln werden zum Beispiel künftig immer öfter, das kommt tatsächlich, abgerundet werden. Genau, das hat man vielleicht hier und da schon mal wo gesehen, aber es ist, ja, das wird sicher auch zu uns noch überschwappen. Jetzt momentan ist das ein Social Media Thema, aber das kommt dann noch. Ja, und generell? Ebenso bei anderen Möbeln genauso, also abgerundete Tische, ovale Tische, wird alles wieder kommen. Die Couchen werden ja immer runder, genau. So was jetzt Materialien und Strukturen und Oberflächen angeht, kann man sagen, also das erlaubt ist, was gefällt. Ja? Es ist irgendwie trotzdem nur so das Monochrome mit dunkel und hell, also diese Kontraste oder halt sehr in. Das Grau ist nur interessanterweise was, was ein bisschen immer weniger wird Es kommen sehr viel so erdige Töne, es kommen sehr viel warme Töne, es kommt so Kaschmir, Taupe, sind Trendthemen, so Beige-Töne, genau. Und was können wir denn nur erzählen an Trends? Ja, also auch dieses nur Schwarz, das wird ein bisschen aufgeweicht mittlerweile. Also es sind auch andere Farben total im Trend. Und Mix and Match, alles was gefällt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und Chrome wird ein Revival erleben. Genau, also verchromte Oberflächen, eben dieses, was wir da jetzt noch haben, so mit dem Gold, das ist jetzt noch ganz, ganz gut, aber es kommt immer mehr wieder tatsächlich der Chrome-Trend, also die schwarzen Armaturen und so, das wir halt sehr lange jetzt da gehabt haben, das wird wieder ein bisschen weniger und es kommt wieder der klassische Chrom. Farbene Chrom- und Edelstahl-Look wird auch immer wieder moderner. Diese Oberfläche, die kommt mir recht bekannt vor. Was gibt es zu der Oberfläche zu sagen? Ist das ein neuer Trend? Ja, das stimmt. Das hast du wahrscheinlich schon mal bei der Oma oder so im Stirnhaus gesehen. Genau, das hören wir ja immer öfter. Nichtsdestotrotz, das ist so ein bisschen unsere Experimentierküche. Wir haben da einfach beschlossen, dass wir ein paar Dinge ausprobieren, dass wir ein paar Trends ausprobieren und auch schauen, wie es ankommt und wie es gefällt. Und Terrazzo ist ein super Trendthema. Also den gibt es natürlich nicht nur so, den gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Farben, Formen, Strukturen, schlichter, bunter, mit größeren, mit kleineren Einschlüssen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wir wollten das einfach unbedingt damit sagen, weil wir schon gespürt haben, dass es hin und wieder, ganz, ganz selten, einfach eine Nachfrage damit danach gibt. Und wie wir ja schon eingangs auch erwähnt haben, wir sehen uns ja auch ein bisschen als Trendsetter und ein bisschen als Vorreiter. Wir bringen die Trends einfach, wir wollen die einfach zeigen. Ja. Das heißt nicht, dass man das jetzt in jeder Küche so hat und dass das jeder so haben muss. Es gibt ganz genau noch andere Lösungen auch, aber wir wollen zumindest einen Teil dazu beitragen, dass wir inspirieren. Und der Terrazzo polarisiert ja auch sehr stark. Also den einen gefällt er und die anderen finden genau das Gegenteil. Aber es ist ja irgendwie auch lustig, wir sitzen da irgendwie in einem, weiß nicht, mittlerweile 500 oder 700 Seelendorf und da erwartet sich vielleicht, es ist immer wieder irgendwie total schön zu sehen, wenn die Leute raufkommen und dann sagen, hey wow, das schaut ja irgendwie ganz anders aus, als ich mir gedacht habe. Und mit dem spielen wir auch ganz gern. Ihr verwendet ja regionale Materialien, speziell diese Oberfläche oder dieses Holz. Ist ja aus der Region, wo kommt das her? Was ist das für Material? Kannst du uns da ein bisschen was sagen dazu? Ja, also wir haben hier bei dieser Küche oder überhaupt in dem ganzen Raum wollten wir auch ein anderes Holz zeigen, weil ja sonst hauptsächlich die Eiche verwendet wird in der Einrichtung. Und hier haben wir im ganzen Raum die Tanne, also hier sogar eine heimische Tanne aus dem Böhmerwald, also auch eigenes Holz aus dem eigenen Wald teilweise. Die zieht sich vom Boden über die Tische, über hier, über die ganze Küche. Und die Tanne ist grundsätzlich, die wird halt mit der Zeit gelber, bekommt einen Gelbstich. Deswegen haben wir sie hier in der Ausführung in weiß geölt bzw. weiß lackiert. Also wir haben unterschiedliche Oberflächenarten im ganzen Raum verwendet.
Und bei der Küche zusätzlich haben wir auch noch jetzt speziell mit den Fronten ausprobiert, wie man auch mit der Oberfläche noch ein bisschen spielen kann, indem man bestimmte Einfräsungen macht und wie das dann halt ausschaut und funktioniert. Also wir haben einfach ein bisschen ausprobiert. Das Eigenheim wird als Wohn- und Erholungsort immer wichtiger. Wie wird Einrichtung zum Wohnerlebnis? Ja, also abgesehen jetzt von der sehr bedarfsorientierten Planung und der Ausführung der Möbel, ist halt die Raumausstattung ein Riesenthema, klarerweise, ja. Also, und das ist eigentlich die Königsdisziplin von meiner Schwiegermutter, muss man dazu sagen. Also ich springe da nur ein, aber ich beschäftige mich jetzt auch immer mehr damit. Ja, also Raumausstattung vom Teppich bis zu den Wänden, zu den richtigen Verschattungssystemen, zum Sichtschutz, das ist einfach eine Riesengeschichte oder auch Tapeten. Und da gibt es ganz viele Trends natürlich auch, man kann ja ganz, ganz individuelle Statements einfach in der Einrichtung setzen mit neuen Trends. Heuer total wichtig, grün. Ja, grün an den Wänden, grün im Teppich und überall genauso die Trockenblumen als Accessoire, als Statement. Wir versuchen halt in unserer Arbeit immer, dass, wenn uns die Kunden ihr Vertrauen schenken, dass wir alles aus einer Hand einfach umsetzen können. Weil wir unterstützen einfach total gern dabei, dass dann wirklich der Wohnraum total gut auf einen zugeschnitten ist und dass der Kunde dann wirklich sein individuelles Wohnerlebnis dann auch hat, von A bis Z. Und da gehört eben die Raumausstattung halt unweigerlich auch dazu. Genau. Welche Materialien werden da in erster Linie verwendet? Also wir, Stichwort Regionalität, arbeiten wir total gern mit heimischem Leinen. Also wir haben in der Region ein paar sehr tolle Leinenmanufakturen. Wir arbeiten sehr gern auch mit, gerade im Teppichbereich, mit Naturwolle. Und da gibt es unterschiedliche Farbenstrukturen, die kann man in unterschiedlichen Größen auch zuschneiden lassen und ganz anpassen, einfach so, wie man es braucht. Generell so Stoffe mit Strukturen sind halt momentan total trendig und total in. Und man darf das nicht vernachlässigen, finde ich, weil gerade so, es fehlt halt oft einmal das i-Tüpfelchen und das macht halt ganz, ganz oft einfach die richtige Wahl der Stoffe und der Materialien, mit denen man sie umgibt. Und ganz wichtig ist, wenn man eine super Idee sieht, dass man was mit heimnehmen kann. Genau, und das kann man bei uns vom Deko-Element bis über zum perfekten Vorhangssystem, genau. Die Welle ist zum Beispiel jetzt gerade auch ein großes Thema. Also vorher waren Flächenvorhänge, haben ganz lang dominiert und jetzt kommt aber diese Welle, diese weiche, stoffreiche Welle wieder. Genau, und das verwendet man jetzt ganz, ganz oft und das schaut extrem schön aus und kann, also das ist ja nicht überladen, sondern ist eigentlich nur schlicht und schön und gibt dem Raum einfach nur mal so einen richtig edlen Schliff, genau. Joschi, den Platz im eigenen Heim gut ausnutzen ist eine ganz wichtige Sache. Macht sowohl kostentechnisch als auch ökologisch einen Sinn. Welche Tipps gibt es da für die als Tischler für die Raumausnutzung? Ja, das ist immer ganz eine spannende Sache natürlich, weil einerseits ist die Raumnutzung so jetzt ästhetisch und künstlerisch und schäser und auf der anderen Seite soll es natürlich unbedingt auch praktisch sein. Also ein Tipp mal vorweg ist das, dass ich mir, wenn ich jetzt zum Einrichter gehe, Gedanken mache, was möchte ich, wohin haben. Also wenn ich mir das vorher ein bisschen schon so überlege oder nur besser aufnotiere, dann wird das Ganze schon viel, viel einfacher. Ja, und dann kann man einen Bedarf ermitteln und nach dem Bedarf kann man natürlich dann tolle Sachen planen und dann nutzen. Stauräume dort da hinbringen, wo man vielleicht nicht rechnet damit. Man kann einen Raum, einen Schrank an der Wand stellen, man kann auch aus Raumteilen stellen und schon hat man ganz eine andere Situation. Oder man kann, wie es bei älteren Bauten ist, sagen wir, früher sind sehr, sehr viele kleine Räume gemacht worden, dann sagt halt einmal der Planer, auch wenn es vielleicht wieder, wir reißen die Mauer weg und dann entsteht was anderes. Ganz umgekehrt ist es bei Neubauten, wo halt viele Glasflächen und so weiter sind, und wo man auch mit Schallproblemen hat, das weiß man ja, wenn man nicht eine Schallschutzdecke oder sowas macht. Also man sagt, man macht den Raum auch kleiner. Das heißt, mit der Raumtrennung, sei es Schiebewände oder sei es Möbel. Also, wie gesagt, der Kreativität hat da dann keine Grenzen gesetzt.
Und Stauräume gibt es natürlich überall. Schrankraum ist genauso ein Thema. Auch gut ausgeklügelt. Oder ganz, ganz wichtig und immer wichtiger wird Wirtschaftsraum, sogenannte hintere Küche. Das heißt auch, dass ich mir Gedanken mache, wie groß ist mein Staubsauger? Ich brauche für den Staubsauger den Platz. Und genau den hat er zur Verfügung. Und damit verschwende ich keinen Platz und habe schon wieder Platz für was anderes. Also es ist eine spannende Geschichte und das, was man sich auch nehmen muss, also der Tipp gehört auch dazu, bitte nehmt euch Zeit. Wir nehmen uns Zeit für euch und ihr nehmt euch Zeit, bereitet euch gut vor. Das heißt, man ist sicher gut beraten, wenn man sich rechtzeitig um das Thema Stauraum, Platz ausnutzen kümmert, dass man vielleicht einfach schaut, wirklich bald genug mit der Planung zum Anfangen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Fast immer braucht man elektrische Leitungen dazu oder man braucht Wasser, wenn es in einem Wirtschaftsraum ist oder Küche sowieso. Das heißt, diese Installationen, die können gut vorher austiefeln und damit entsteht eigentlich schon die gesamte Planung. Da geht es vielleicht noch gar nicht um eine Farbe oder um sowas, aber da geht es einfach um das Technische, dass das nachher stimmt, weil jeder weiß, wenn man nachher was ändert, kostet es meistens mehr. Und schwierig wird es auch. Oft geht es gar nicht mehr. Ja. Franz, wenn jemand ein Haus plant, wann ist wichtig oder wann ist der richtige Zeitpunkt, dass man sich mit der Küchenplanung auseinandersetzt? Und wann sollte der Küchenplan fertig sein? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, die Grundüberlegung oder den Grundgedanken, wie meine Küche ausschauen sollte, was mir gefällt, den würde ich sogar schon auch mit dem Hausplan oder mit der Idee, mit der Grundplanung einmal zusammenhängen. Weil der Küchenbereich ist einfach mittlerweile ein so wichtiger Punkt geworden, ein zentraler kommunikativer Bereich. Und der hat natürlich einen großen Einfluss dann auf die gesamte Raumabwicklung im Haus. Und dadurch gehört da einfach einmal sicher grundsätzlich Gedanken gemacht, was gefällt mir nicht, das ist auch ganz wichtig. Die Infos holen sich die meisten Leute auf Messen, in Schauräumen, im Internet, ein paar Freunde, Bekannte, aber auch natürlich ein paar Fachhändler. Und da kann man jederzeit natürlich auch zu einem informativen Beratungsgespräch einmal vorbeikommen, sich einen Termin holen, wo man so die Grundsachen einmal anklärt. Wichtig auch vielleicht, da schon einmal auch einen Gedanken machen über einen gewissen Budgetraum ein, weil das nachher nicht irgendwann einmal das böse Erwachen kommt, dass die Wünsche dann irgendwo kollidieren mit dem Budget. Aber so die grundsätzliche Geschichte dann bei Küchenplanung selber gehen die meisten dann auch, wenn einmal so der erste genauere Entwurf vom Hausplan da ist. Da macht man sich einen Termin aus, die Leute kommen zu uns in den Schauraum. Für den Termin sollte man sich sicher mal 2 bis 3 Stunden Zeit nehmen. Man macht dann eine ganz genaue Bedarfsermittlung, also man bespricht die Sachen durch, was sind die Wünsche, was sind die Anforderungen. Man lässt das schon einfließen in das Raumkonzept, das schon da ist. Und im besten Fall hat man da dann natürlich schon einen Grundrissablauf von der Küche. Es werden dann auch die Geräte ein wenig definiert. Küche ist ja ein hochtechnischer Bereich geworden mittlerweile, wo die dann sehr viel auf die Größe auch oder auf die Abwicklung von der Küche Einfluss nehmen. Weiters natürlich auch durch das, dass dann gewisse Installationen gebraucht werden, muss man da auch schon relativ früh draußen an der ganzen Geschichte. Ja, die Installationen, die sind ja oft auch ganz wichtig für uns vor allem, weil ja wir das mit einfließen lassen müssen in die Planung, in unsere Planung. Gibt es da für euch Installationspläne, wenn es dann soweit ist, dass die Küche geplant ist? Klar, also
wenn man eben das Ganze abgeschlossen hat, den ersten Termin abgeschlossen hat, hat man ja eine gute Basis, eine Grundlage, dass man da eben dann startet mit der 3D-Planung und die Angebotslegung. Dann ist eben der nächste Termin ist eben dann schon, wo man das Ganze präsentiert, das nochmal durchbespricht. Ich meine, es gibt dann bei oft komplexen Situationen oder wenn oft bei Kunden die ganzen Sachen noch nicht so fix sind, gibt es dann auch nochmal ein paar Zwischenschritte, wo man vielleicht ein paar Grundrissentwürfe macht. Aber grundsätzlich, wenn man dann einmal die 3D-Planung des Angebots präsentiert, kommt im besten Fall, gefällt es dann und kommt zu einem Abschluss. Und dann geht es weiter eben in die Detail- und Installationsplanung, wo man eben dann das alles genau plant, die Pläne dann die anderen Professionisten weitergibt. Hat es das auch schon gegeben, dass Hauspläne wegen einem Küchenplan geändert worden sind? Hat es schon auch gegeben, freilich, dass da Pläne, also dass die komplette Plan nur über den Haufen geworfen ist. Ja, das ist eher ungewöhnlich. Aber natürlich, dass gewisse Sachen wie Fenster, Mauern verschoben werden, da kleine Anpassungen angenommen werden. Dadurch ist es eben auch wichtig, dass man da vielleicht schon eben in der Konzeptionierung oder wenn der grobe Entwurf vom Plan gemacht wird, dass man da dann schon eingreift. Man muss dann natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil Fenster verschieben und solche Sachen, da geht es dann oft einmal über Stockwerke drüber, Außenansichten und so Sachen. Also ja, aber natürlich gibt es das auch, dass da was geändert wird. Kann es geben, ja. Genau. Bei der, weißt du, erst das Thema 3D-Planung angesprochen hast, ihr macht auch 3D-Planung. Können wir uns dann sowas im Anschluss anschauen, wie das ausschaut, wenn man eine Küche 3D geplant hat? Ja, freilich können wir uns das anschauen, gern. Man sieht da ein Foto von der Küche im Hintergrund der Böhmerwald. Wo ist denn das? Das ist jetzt kein Foto, sondern das ist eben die sogenannte 3D-Planung oder eine der Planungen. Man sieht da ganz gut Dinge, wo man eben, wie vorhin gesprochen, was ganz wichtig ist, dass man eben früh genug einfach das Ganze angeht. Wenn ich hernehme, eine Bodentrennung, die einen Einfluss hat auf eine Küche, wenn das Fenster wieder hinten komplett in die Küche integriert werden sollte, das sind eben so Punkte, wo man dann da das Ganze darstellen kann. Man kann dann auch relativ einfach die Form, Materialien ändern und da dann natürlich den Kunden das sehr detailgetreu zeigen, wie er seine Küche dann ausschaut. Ja, das ist cool, da sieht man ja schon die ganzen Fächer und Stauräume. Das ist echt cool, da kann man sich richtig gut was vorstellen. Und wenn man die Farbe nicht gefällt, dann kannst du es relativ leicht ändern. Genau, in der Phase ist es nur relativ einfach zum Ändern. Wie wichtig ist es, dass man sich überlegt, wo im Wohnhaus mein zentraler Punkt, mein Wohnbereich ist, und macht es Sinn, dass man das vorher plant? Ja, grundsätzlich verstehen wir schon als sehr wichtig, weil natürlich jeder Raum eine gewisse Funktion erfüllen wird und erfüllen soll. Und wenn ich jetzt den zentralen Raum hernehme, das ist meistens im Küche-Essbereich, das ja in den letzten Jahren schon immer mehr und mehr zueinander wächst und als ein großer Lebensmittelpunkt gewertet wird, dann ist es schon klar, dass das eine gewisse Bedeutung hat. Genauso gibt es aber auch andere Bereiche. Ich kann nicht sagen, der Mittelpunkt ist zwar fürs Gesellige der Essplatz und die Küche und so, aber es braucht auch Rückzugsräume. Und da ist halt ein Wohnzimmer zum Beispiel mittlerweile eher kleiner gehalten dafür. Schau wieder gerne mal abgeschlossen und abgetrennt, damit auch ein Rückzug und irgendwo eine Erholung stattfinden kann. Und auf das gehen wir halt immer ein mit den Kunden. Also es gibt ja verschiedene Typen und jeder hat vielleicht andere Vorzüge und möchte das anders leben in seinem Haus. Und ja, deswegen ist es schon wichtig, sich zu überlegen, wo setze ich meinen Schwerpunkt? Und einmal möchte ich auch noch kurz ausschweifen, das ist nämlich auch noch immer sehr interessant bei der ganzen Geschichte, wenn jetzt ein Haus gebaut wird oder zum Beispiel jetzt Eigentumswohnung oder solche Sachen bezogen werden, dann spielt ja auch das Alter eine gewisse Rolle. Es gibt ja Bereiche, wenn jetzt da zwei Junge, ein Paar, sage ich mal, das beziehen, haben sie andere Vorstellungen und andere Aufgaben, die das Haus auch erfüllen soll, damit sie sich wohlfühlen.
als wenn man jetzt hergeht und sagt, sie haben da noch vielleicht 2 oder 3 Kinder oder sowas. Und das einfach einmal zu durchleuchten und einmal zu bedenken, wie das einmal vielleicht in 10, in 15 Jahren abläuft und wie man da auch immer nur wohlfühlen kann und jede Funktion erfüllt sein kann, das machen wir mit den Kunden einfach einmal durch und sprechen es einmal ab. Und so gesehen hat es doch eine große Bedeutung, dass ich die Räume einfach definiere und habe. Das heißt, du machst einen Unterschied, ob das jetzt eine Wohnraumplanung ist für eine junge Familie oder vielleicht eine werdende Familie oder ob das vielleicht eine Wohnung ist oder ein Wohnraum für einen Alterswohnsitz. Ich sage als kurzes Beispiel, es ist zum Beispiel auch schon das, dass ich, wenn ich jetzt einen Plan sehe oder was, oft einmal schaue, wie viele Kinderzimmer geplant sind. Einfach nur deshalb, weil es mich interessiert, den Kunden oder den Interessenten kennenzulernen und zu wissen, okay, wie tickt der? Und dadurch natürlich entwickelt sich auch eine verschiedene Planung, weil der eine sagt, okay, mir ist es wichtig, dass ich da einmal mit meiner Familie gut auskomme drin und dann habe ich natürlich auch genauso Kunden, die sind das Alter bedingt oder wegen über andere Gründe einfach, den Vorzug nicht auf die Familie haben. Gell? Und somit haben sie aber auch ganz klarerweise schon einmal andere Ansichten zu dem Thema Wohnen. Der Lebensraum Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, aber vor allem Küche und Esszimmer, auf was schaust du da ganz speziell? Ja, wir gehen natürlich einmal darauf ein, wie gern wird, wenn jetzt in der Küche bin, wie gern wird gekocht und wie wird das Kochen auch zelebriert. Ist das jetzt halt einfach Kochen, um ein Menü zu haben oder um einfach ein Nahrungsmittel zu haben, ein warmes? Oder dreht sich beim Kochen da beim Kunden trotzdem mehr darum, dass er sagt, okay, ich lade gern mein Ei und ich habe Gäste da bei mir und ich möchte die auch bekochen. Und das allein spricht schon ein bisschen auch oft einmal für die aufwertige oder für die einfache Küche, für die Größe der Küche. Und genauso verhält es sich auch dann im Essbereich, wenn ich sage, okay, brauche vielleicht immer sehr viel Platz. Der ist manches Mal eh vorgegeben, ein anderes Mal gibt es dann wieder Möglichkeiten, wo man vielleicht sagt, ja, schafft man nur ein bisschen mehr Platz, weil er eben vielleicht benötigt wird. Ja, dass man vielleicht für das große Familienfest auch noch Platz genug hat, genau, dass alle sitzen können und ein Fest miteinander feiern. Genau, und zumindest, dass man sagt, okay, man hat dann einen Tisch, wo man Auszugsplatten oder sowas, Auszüge dranbringt, damit ich sage, okay, naja, die halt auch 2-3 Mal im Jahr nur da sind oder sowas, die bringe ich trotzdem auf meinem Esstisch auch unter. Na super, das kann ich mir voll lebhaft vorstellen, dass man einfach da schaut, dass man halt einfach wirklich, dass jeder das kriegt, was er braucht und was genau, er sich wünscht. Genau. Und das ist auch wichtig, damit es dann einfach über Jahre hinweg funktioniert, weil wir wollen ja Kunden, die dann in 10 Jahren genauso nur zurückschauen und sagen, das war eine perfekte Entscheidung und wir haben auch viele Dinge gedacht, die wir dort vielleicht selber nicht gewusst hätten, aber weil wir es eben irgendwie mit erfahren haben, haben wir es schon so realisiert. Also richtige Entscheidung mit der richtigen Beratung ist natürlich immer leichter. Wir haben jetzt viele interessante Dinge gehört. Da merkt man die über 120-jährige Erfahrung der Firma Größ Wohnkultur. Es war voll super, dass wir uns diese Saison anschauen können haben und so viele Infos gekriegt haben. Danke, dass wir bei Ihnen da sein haben dürfen. Und vielleicht kannst du noch ein paar Sachen sagen dazu. Ja, grundsätzlich bedanken uns wir auch genauso. Und hat uns gefreut, dass wir euch ein bisschen was mitgeben haben dürfen heute. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch was angefangen damit. Ich bin mir sicher, dass viele interessante Informationen für euch dabei waren, die sich für jeder für sich, für seine Planung mitnehmen kann. Und ja, am besten, ihr schaut einfach einmal vorbei bei der Firma Größ und lasst euch beraten.